Kuppert, das haben wir jetzt zweimal gespielt, jedes Mal mit neuen Ornamenten. Und wenn sie es morgen spielt oder in einer Stunde oder übermorgen, jedes Mal neu daraus schöpft. Und das ist das Wichtige, ist das Spontane, nicht Vorbereitete, dass Musik immer lebendig ist und nie wiederholt wird. Das Einzige, was wir wiederholen können, ist eine Grammophonplatte. Deswegen ist eine Grammophonplatte, so herrlich sie ist, weil wir alte Sänger hören können und alte Pianisten, doch unnatürlich, weil wir das Einmalige wiederholen, was nicht wiederholbar ist. Ein Wunder geschieht nur einmal. Ein Wunder kann nie wiederholt werden. Ich glaube, dass durch die Erfindung des Grammophons ein anderes Verhältnis zur musikalischen Zeit entstanden ist. Wenn ich im Theater sitze, habe ich eine Empfindung, wie sie im Faust von Goethe beschrieben wird: Ich möchte dem Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Also, ich vergesse die Zeit. Wenn ein Sänger einen hohen Ton oder einen schönen Ton lange hält, vergesse ich die Zeit, vergesse sogar, dass er vielleicht eine Spur über den Rhythmus hinausgeht. Der selige Augenblick ist da. Wenn ich das auf der Schallplatte zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal höre, wird aus dem Affekt ein Effekt. Canto, it's so vague. I sometimes think that the term should be banned. It's used a great deal, and it's used for the most part without any definition. And really, its principal use is a kind of negative one, it always seems to me. That is that we know what isn't bel canto, and it's useful in that respect. Streng genommen und stilistisch genommen, und Stil ist immer eine Symbiose von Technik und Musik, bedeutet bel canto verzierte Musik und die Technik dazu, diese Musik singen zu können.
Aber anstatt sofort aufs Gift zu gehen, können wir etwas von den Sängern lernen, die wahrscheinlich auf diesen A etwas länger Gewalt hätten. Aber es muss so geschickt gemacht werden, dass die musikalische Linie nicht unterbrochen wird, dass die Gesangslinie nicht unterbrochen wird. Bel canto ist aber eine Technik, die auf objektive Darstellung zielt. Was, in welchem Verhältnis steht dann das machende Subjekt? Ja, wenn man mit der Wahrheit beginne, könnte man ja erstmal sagen, in der Wahrheit geht es auch um Objektivität. Dann wäre eigentlich nichts so wahr wie der Bel canto in diesem alten Sinn. Man tritt ganz zurück, das Subjekt, und dient dem Erscheinen von Objektivität. Und das ist ja auch sicher erstmal ein erster Zugang. Und vor diesem Hintergrund sieht es dann merkwürdig aus, dass dann sich so zunehmend das Subjekt in den Vordergrund drängt. Bis dorthin, dass man den Eindruck dann hinterher bekommt, die Objektivität ist überhaupt nur noch der leider nicht aufzugebende Rest für das Erscheinen des Subjekts. Das ist ja, wäre so eine Verfallslinie, die man zeichnen könnte. Man könnte auch andersherum ansetzen und sagen, was ist die Objektivität, die erscheint? Ist es eine reine Sachhaftigkeit, der das Subjekt bloß dient? Oder könnte es nicht gerade die Kommunikation, die Verbindung, das Echo, das Aufeinanderwirken dieser Sache und einer Person sein? Und dann müsste die Person, das Subjekt, um der Sache willen stärker hereinkommen als in einem rein objektiven Verständnis von Interpretation oder Darbietung. Ich könnte an so das Bild denken, eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Wenn ich in den einen Brennpunkt die Sache stelle, die Partitur, die musikalische Idee, und in den anderen Brennpunkt den Interpreten, dann sieht es auf den ersten Punkt so aus, ein Kampf zwischen den beiden, wer setzt sich durch und die Ellipse wird zum Kreis. Ich kann aber auch sagen, beide Punkte dienen nur dem Aufbau der Ellipse. Was werden soll, ist dieses Gebilde Ellipse. Dem dienen die beiden Brennpunkte, die sind da nicht weg, aber sie gehen ganz in dieses Geschehen ein, ohne verschwinden zu müssen. I shall return some misty dawn and lay my aching lips upon your mouth and then go back to lonely sea. Expression has always been an apparent enemy of pure singing. But the fact that it is so recognized as that, and of course it isn't just singing, I mean it's instrumental playing. Hasn't Menuhin said something of this kind about violin playing, that your first instinct as a violinist and your first wish is to produce a beautiful singing tone, and then come the demands of expression, and it's always apparently at variance with the wish to just to produce this lovely seamless legato. But of course that's where the challenge lies. It doesn't mean that expressive singing need be the death of bel canto. What it means is that singers must accommodate themselves to both demands, and the best of them do. Thank you.
we have the early machine, which is the original Berliner. And Berliner was a gentleman that came from Germany and invented the flat record. And with the invention of this particular record, the flat record industry was started. And this particular record right here is made in 1895. This machine is the logo that was used on all of the RCA and Victor records. Phonographic? What does that mean? This is the place they make records here. Rosigen Schein von Blüt und Duft, es schwellt die Luft, voller Lannen, die ersonnen, ein Gott erlud mich ein, und unter einem Wunderbaum von Früchten reif behangen, zu schauen im Segen. Entweder das Kunstwerk, der Mensch sich transparent macht, das Kunstwerk oder das Kunstwerk in den Dienst genommen wird einer, ich weiß nicht, wie Sie es sagen würden. Ja, der Selbstdarstellung des Interpreten müsste man dann sagen. Ja, und diese Fehlform gibt es ja. Die gibt es ja. Ja, sehr massiv. Und ich meine jetzt, das wäre eben in eine Spannung zueinander zu bringen. Und sobald ich zwei sage, sage ich immer schon drei. Ich meine also, ich kann diese Spannung von sich her und in sich selber nicht halten. Wenn ich monologisch entwerfe, selbst dort haben wir gesagt, geht's nicht. Denn es wird ja gemacht für jemand und auf jemand hin. Aber die deutliche Spannung von beiden, meine ich, kann nur gelebt werden, wenn diese Spannung selber eine neue Ellipse bildet jetzt zwischen diesem Geschehen von Interpret und Kunstwerk mit dem Publikum, mit dem Hörer. Ich meine also, es stimmt zwischen dem Interpreten und der Partitur. Wenn es zwischen Interpreten und Publikum stimmt, im Dienst des Stimmens zwischen Publikum und Partitur. Dann würde der Sache gedient. Jeder dient hier, jeder vermittelt und würde dabei zugleich seine eigentliche Erfüllung. Jeder ginge dann ganz beglückt nach Hause. Ich meine, die Partitur nicht. Nicht, aber die hat während der Zeit gelebt. Why did Floyd singing disappear among men in the opera house? Opera was castrato dominated until 1800 and beyond. For two centuries, 70% of all opera singers were castratos. Moreschi was the last of the breed, Alessandro Moreschi, and the only one to have recorded. And that tune is Moreschi. To interfere with il cantare che nell'anima si sente, but it's very easy to point out little flaws. And notice the way he leapt up to a high note there, touching a note below, an old castrato trick to enable the singer to emit high notes easily. Kessling, in his talk, also cited that.
One associates a greater degree of accuracy of intonation than he possessed with virtuosity. But for me, the effective powers that were attributed to the castrati are to be heard on those records. Maybe not on first hearing for some people, I'm not sure. Herr Moreschi, oder Herr Skipa, oder Herr Caruso, oder Herr De Lucia, oder Herr Battistini, um immer weiter historisch zurückzugehen, waren viel näher an der Musik, rein historisch gesehen, dran, als wir heute. Und sie werden vielleicht den Intentionen der Komponisten besser entsprochen haben, als wir, die wir nur aus dem Papier, aus dem Notierten diese Intentionen kennen. Alessandro Bonci singing O Paradiso. When people talk about early records, early shellac records, they generally call themselves 78s. But I think that's a complete misnomer because my researchers have shown that really no more than 50% of them play at 78. And I've got records that play well over 100 and as low as about 46. And since a semitone, to alter the pitch by a semitone, only requires 4.5 revolutions either side of 78, you can see you can get ridiculous results if you play them at those kind of speeds. It is very important too, because I maintain that even one revolution can alter the timbre and beauty of a singer's voice and can change it. So it's necessary to be accurate. Now this record, I don't know what speed it should play at, so we'll try it first of all at 78 and see what it's like. It sounds too high to me. I know Bonci's voice very well, so I'm going to try lowering the speed from 78 down to about 74, 75, and I'm now going to go to the piano. It's now 75. Now I put it down to 75 from 78, because I didn't think it sounded right. Seemed to me absolutely right. The piano and that sounded absolutely right. And having got that into the pitch which the composer wrote the aria in, you have a further complication, because in the old days transposition was very much more common among singers than it is today. And they used to transpose things occasionally up, but more often down, sometimes a semitone, sometimes a whole tone. In a real bel canto singer, to my mind, it's not just simply a matter of a smoothness and flexibility, but an element of fantasy enters as well. And it's here, of course, that the gramophone records of the singers of the early part of the century are really most valuable. So that if we're thinking of tenors, the obvious example is the Neapolitan, Fernando de Lucia. Now, he takes all sorts of liberties which wouldn't be allowed by any conductor today. Critics would pounce, couldn't be done. But when you listen to de Lucia in so many things, your first instinct is to say, how poetic. I didn't quite that poetic. That's almost as vague as bel canto itself. Yet you do mean something by it. And you mean that the imagination of the singer has taken flight, that these are no longer notes on paper. La costanza, tiranna del cuore destiamo, qual morbo crudele. Ciò ti vuole, ti servi fedele. Se non me libertà, dei marini il geloso
So now, if a tenor would try to do this now, the conductor would, in 2 seconds, who's written this? And I mean, when I conduct Rigoletto, I wish for the tenor to sing this way. Bei De Lucia war das Expressive und das Dekorative noch untrennbar miteinander verbunden. Die gesamte Grammatik. Der hat sozusagen das Latein, was damals mal eine lebendige Sprache war, das Latein des Singens noch beherrscht. Bei Caruso beginnt das Klangsingen. Bei De Lucia sind es immer vokale Effekte. Bei Caruso sind es immer klangliche Effekte, die dominierend sind. Decorations of the sort that De Lucia has used were absolutely common to Italian singing as far back as we can trace it in history. Probably back before the history of notation. Probably before composers wrote anything down, there were singers making little quick notes like this. And that remained an essential part of Italian singing until it was got stamped out in our century. It is not a matter of going from the score to the performance. It is a matter of taking the tradition that the singers grew up with and have in their ear, combining it with the score and making a mixture, and that produces the performance. Der Einfluss auf das Singen durch die Schallplatte im Sinne einer Nivellierung ist enorm gewesen, weil eben viele Sänger seit 1910 plötzlich anfangen, eine Modellinterpretation, ob das ein Schluchzer ist oder ein Rhythmus ist oder ein Akzent ist, immer wieder und wieder und wieder zu kopieren. Und das macht, stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Arie 30 Mal nacheinander hören und es gibt kaum eine Variante außer dem Timbre der Stimme, dann wird es nach dem fünften Mal langweilig und sagen, warum soll ich das denn nochmal hören, nur weil der ein wenig anders klingt. In dem Augenblick, wo ich eine musikalische Nuancierung höre, wird es wieder spannender und dann erlebe ich auch Interpretation. Interpretation hat auch immer und gerade nicht nur mit einer objektiven Werkgestalt, sondern mit der Subjektivität des singenden Interpreten zu tun. Ich meine, der eigentlich ideale Augenblick ist immer nur je jetzt. Der ist überhaupt unreproduzierbar und das ist seine Stärke, seine Schwäche, ist die Kostbarkeit des Einmaligen. Von dort her kann ich verstehen, dass jemand sagt, ich will den überhaupt nicht aufnehmen, bewahren oder festhalten, um ihn reproduzieren zu können. Das ist eben dahin. Und dann kommt was anderes oder Neues. Für mich läuft das aber dann auf so einen ähnlichen Purismus hinaus wie vorher. Die Idee, dass man das bloß als einen Kreis entwirft mit einem Punkt. Könnte man nicht sagen, auch hier wäre zu riskieren ein Schritt mehr. Ich bleibe halt bei meinem Bild. Ich würde wiederum eine Ellipse eröffnen und jetzt sagen, zwischen dieser Aufführung des Werkes als solcher, mit allem, was wir da schon hatten, mit den drei Ellipsen, die jetzt genommen und in den anderen Brennpunkt einen heutigen Hörer gestellt. Was dann daraus werden kann in diesem Ereignis, das kann man vorweg ja gar nicht so sagen. Deswegen, wir bleiben bei dem unverfügbaren Augenblick. Der ist auch drin, ob Reproduktion oder nicht. Deswegen, der ist überhaupt nicht zu überlisten, sondern die Chance ist bei der Reproduktion, dass sich sowas, und das ist ja wirklich ein Wunder, im Einmaligkeit neu ereignen kann. Einmaligkeit, denn es ist jedes Mal anders. Ja, wie euch will Flinder hin, die Tränen.
hab ich verraten. Hört nun dein Werk, das viel Tante gibt.